Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mein Lieblingsbosnischer Bruder. Wie geht's dir, Benjamin? Alhamdulillah, immer gut, Achim. Bei dir? Auch, Alhamdulillah, mir geht's gut. Bruder, hör mal, du hast mir eben gerade eine Geschichte erzählt, dass vor ungefähr ein paar Monaten eine Lavazzenlandfrau war, die deutsch-italienerin. Italienerin zu dir kam und sehr neugierig über den Islam war. Genau. Daraufhin hast du mit ihr über den Islam erzählt und für den Islam geworben. Und sie wurde immer neugieriger und wollte auch am Ende den Islam annehmen, aber nicht jetzt vor Ort am Infostand oder beziehungsweise hier bei der Street Tower. Sie wollte erst eine Nacht drüber schlafen. Dann hast du, glaube ich, eine Telefonnummer. Also erzähl mal die Geschichte einfach. Also Achi, da kamen drei junge Frauen. Zwei von denen waren Musliminnen und eine war noch keine Muslimin. Und ja, die haben mir viele Fragen gestellt. Ich habe viel mit denen geredet. Sogar, das ging sogar, glaube ich, bis nach der Dauer. Also ihr seid schon alle nach Hause gegangen. Ich habe immer noch mit denen geredet. Und ja, am Ende hat sie selber gemeint, dass durch unser Gespräch sich einiges so, wie soll ich sagen, ja, sie war halt viel... Wie soll ich sagen? Überzeugter, genau. Sie also ja. Hat den Mut bekommen. Genau. Ja, also hat ihr viel geholfen, dieses Gespräch. Und ja, die Sache ist aber die, sie hatte am Anfang, also man hat durch das Gespräch gemerkt, dass sie sehr, sehr interessiert ist an den Islam und den Islam auch annehmen will. Das Einzige, was ich aber herauskriegen konnte, ist, dass sie ein bisschen Angst hatte vor ihren Eltern oder vor irgendwelchen anderen Konsequenzen. Und das ist mir schon öfters jetzt bei der... Also die letzten Jahre, wo ich Dauer mache, ist mir öfters aufgefallen, bei vielen Leuten, Christen oder Juden, die zum Islam eigentlich konvertieren wollen und den Islam als 100%, als 100%ige Wahrheit ansehen, aber sie ein bisschen Angst haben vor ihren Eltern oder so. Und das war immer so, das habe ich so gemerkt, dass es bei vielen Leuten so ist. Ja. Und ja. Wie geht es weiter mit diesem, mit dieser Schwester? Mit auf jeden Fall die Schwester. Die ist dann nach Hause gegangen, hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag hat die mir geschrieben, dass sie den Islam angenommen hat. Alhamdulillah. Masha hat dir eine SMS geschickt und gesagt, genau. Bruder, ich habe den Islam angenommen. Bei dieser Schwester wurde mir die Telefonnummer gegeben. Genau. Mashallah. Also wir erleben, dass so viele Tausende konvertieren durch die Dauer, monatlich sogar, subhanallah. Weil das ist ja der, man sagt ja auch, wer erntet, der Früchte, oder wer früchtet, der erntet, oder? Kennen Sie das Sprichwort? Das, was man... Nee, wer sieht, der erntet. Genau. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mm-hmm.